Moin Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Reaction auf meinem Kanal. Diesmal eine etwas größere, die wird wahrscheinlich auch in mehreren Teilen aufgeteilt werden. Nämlich von Boss Explosive, meinem Lieblings-YouTuber. Hier seht ihr es, 124.000 Abonnenten. Was ist der beste JBG-Track, da ich ein sehr großer Fan der JBG-Reihe bin? Dachte ich mir, nachdem ich die Reaction von Breaker Boy gesehen habe, dass man darauf auch mal reagieren könnte. Ich sag's gleich. Bei den Liedern von JBG 2 habe ich keine so große Ahnung von. Aber auf jeden Fall bei JBG 1, JBG 3 und Platin war gestern, deswegen da kenne ich schon einiges. Und an die Leute, die das noch nicht kennen: JBG ist Jung, Brutal, Gutaussehend, die Albumreihe von Kollegah und Farid Bang, die fast komplett auf dem Index gelandet ist. Und auch mit dem dritten Teil, der dann irgendwann später ohne die Index-Songs rauskam und so. Und hier ist auch Platin war gestern dabei. Das sind vier Kollabo-Alben von den beiden und da rankt er jeden einzelnen Track mit noch extra Sachen ein. Also er schreibt noch Texte, Sachen dazu und sowas. Und ich reacte drauf und ich werde nicht nur drauf reacten, sondern auch ein paar Sachen zeigen, vielleicht auch, wenn es geht, ein paar Spotify-Ausschnitte zu Sachen, die dort gemeint sind und so. Auf jeden Fall fangen wir erstmal an. Das ist ein echt geiles Video. Hier direkt der Beat von Älter, Brutaler, Skrupelloser, dem Outro von JBG 3. Nicht schlecht gewählt. Da unten die ganzen Labels, Selfmade Records, Banger Musik und Alpha Music Empire. Ist echt geil, das Intro. So, der versucht das wirklich in so ein richtiges Ranking zu machen, wonach er dort bewertet hat. Das werde ich auch nach dem Video nochmal angucken, also das werde ich euch dann auch noch mal zeigen, das Ranking, wonach der das gemacht hat, weil Link in der Videobeschreibung findet man sehr leicht hier. Deswegen machen wir einfach mal weiter. Und ich weiß auf jeden Fall, es gibt einige Sachen, deren Meinung ich nicht bin. Ich sag's direkt, es ist, bis auf ein Lied meiner Meinung nach, kein Lied davon Müll oder auch nur schlecht. Also es ist eigentlich jedes Lied relativ gut und hat irgendeinen Reiz. Deswegen, das ist, JBG ist so, ist nicht Rap Champions League, ist Rap Champions League Finale, sag ich's mal so. Was ein furchtbarer Beat. Die E-Gitarre klingt, als sei sie aus dem Arsch gezogen. Ja, das. Der Beat, ich feiere den auch nicht. Das ist ziemlich schade, da die Parts textlich gut sind. Ich fand den auch gar nicht so schlecht, den Track, ehrlich gesagt. Also ich finde nicht, dass der schlechteste. Vor allem der von Farid. Die Hook ist ebenfalls solide. Bei einem Abschlusstrack eines Albums fällt das Defizit leider noch mehr ins Gewicht. Ja, weil Jung, Brutal, Gutaussehen 2009 und Jung, Brutal, Gutaussehen 2013 waren beides so Art Outros für ihre Alben und werden auch eher so als Outros gesehen. Beim dritten Teil ist es nicht so, also bei Jung, Brutal, Gutaussehen 2017 von JBG 3 ist es nicht so. Das ist kein Outro. Also falls ich mit irgendwas hier falsch liegen werde im Video, das wird wahrscheinlich passieren, dann könnt ihr mich immer gerne korrigieren, ne? Also als ich das Video sah, war ich schockiert von erstens der Community-Platzierung und zweitens von der Platzierung an sich, weil es für mich zu den Top 30 gehört, würde ich sagen. Wegen der Hook, die feiere ich übelst. Die Hook ist textlich gut, ja, das stimmt, kann aber nicht für Abwechslung sorgen. Das Album hat sehr viele solcher Hooks. Da der ohnehin eintönige Beat fast gleich bleibt. Also ich finde den Beat gar nicht so schlecht.
beim Kollega Flo zu energisch auf dem dahin plätschernden Beat, sodass ihm eher anstrengend zuzuhören ist. Ja, ich finde seinen Part auch nicht so gut. Punchline-technisch schwächelt der Song ebenfalls, gerade im Vergleich zu den anderen Album-Tracks. Ja, also von Platin war gestern, gibt es mehr Lieder, die so eine ähnliche Hook haben. Aber ich finde, von den Hooks ist eigentlich einer der besten. Deswegen, ich hätte es nicht auf Platz 74 gesetzt. Ich hätte schon höher gestellt. Und auch nicht auf Platz 75 wie die Community. Auf Platz 75, letzter Platz, kommt für mich Wanderlei Silver, weil das mit Abstand der schlechteste von allen ist. Meiner Meinung nach. Ist wie gesagt subjektiv. Hat jeder eine eigene Meinung, deswegen kann man Musik auch nicht so bewerten. So richtig. Was für eine riesige Auseinander, also wie weit auseinander die Platzierung und wie die Bandplatzierungen sind. Ja, danke Werbung. 40 Plätze auseinander ist schon krass. Ja, der Rockbeat, der Beat hier ist gar nicht schlecht. Dieser Rockbeat ist nicht ganz so schlimm wie bei JBG 2013. Schön ist er trotzdem nicht. Ich finde den nicht schlimm. Viel schlimmer ist aber, dass der Song trotz seines Titels keine Disses beinhaltet. Was zur Hölle? Okay, ich habe das halt nur einmal gehört, deswegen weiß ich es nicht, aber wenn Dissen aus Prinzip kein Diss hat, dann ist klar, dann würde ich es auch als eine der schlechtesten bezeichnen, weil Dissen aus Prinzip ohne Disses ist halt, tja, nicht so. Oh. Minotaurus Nacken, meiner Meinung nach, der schlechteste Track der EP. Ja, der ist ganz okay, genau. Der ist ganz okay, mehr aber auch nicht. Es soll der Nachfolger von Stiernackenkommando sein, aber der ist ein Witz. Aber Warlords finde ich gar nicht so schlecht. Also ich finde Warlords relativ gut. Da würde ich eher mit der Community-Platzierung gehen als mit der normalen, also mit seiner. Merkt, dass die Detailverliebtheit fehlt, die in den anderen Albumtracks steckt. Ein schon fast billig wirkender Beat, absolut nichtssagende Bridge und eine Hook, die nur okay ist. Die Parts sind aber durchaus unterhaltsam. Ja, die Bridge ist auch das Schlechteste am Lied, aber den Beat, den finde ich geil. Und mir gefällt der Beat sehr. Der gibt mir irgendwie so ein Western-Stadt-Feeling. Da überstimmt Community und Boss Explosive überein. Der beste der Rockbeats, trotzdem nicht ganz mein Geschmack. Die Hook ist aber ziemlich gut. Ebenso der Einstieg der beiden am Anfang. Der dritte Part ist etwas unnötig und eher schwach. Man hätte alles auf zwei Parts runterkürzen können. Also ich finde, Du Liegst fand ich gar nicht so schlecht, als ich es gehört habe. Aber da weiß ich auch nicht. Ich könnte das auch nicht so richtig einranken. Also bei JBG2, da bin ich eher hilflos. Doch die Platzierung wieder hier weit auseinander. Eine JBG-Fortsetzung zu einem Nicht-JBG-Song. Weird. Ja, weil Ayo Part 1 ist von 2010 aus Asphalt Massaker 2. Hier, das ist Ayo. Und das ist halt, ja, 2 Jahre später, der zweite Teil ist halt kein JBG-Song, deswegen verstehe ich schon, was er da meint. Mit einer Fortsetzung zu einem Nicht-JBG-Song. Das ist schon komisch. Der Beat ist überhaupt nicht mein Geschmack und für mein Empfinden auch zu happy für einen JBG-Song. Ich finde den Beat gar nicht happy, ich finde den eher etwas düster. Ein paar schöne Punches sind drin, auch wenn die hier nur von Kollegen stammen. Und das hat mich wirklich überrascht. Ich feier Butterfly, auch wenn die Hook
wenn man die schwer verstehen kann. Das ist auch der einzige JBG-Track von den ersten drei Teilen. Platin war gestern, würde ich da nämlich mal nicht dazu zählen. Der einzige JBG-Track mit einem Featuring. Und zwar mit Billy 13. Mittlerweile glaube ich Zemin heißt die, deswegen auf jeden Fall das einzige Featuring von JBG. Auch hier ist der Beat nie mein Geschmack gewesen, aber gut ausproduziert. Die Hook wirkt leider eher wie eine unfertige Skizze, die nur halb zusammenpasst. Das stimmt. Auch wenn ich da die stimmliche Abwechslung von Billy 13 feiere und den Track deswegen höher ranken würde. Die Punchlines sind dafür gewohnt gut, vor allem von Kollega. Ja, besonders der Schluss von Kollega von seinem Part finde ich geil. Hier sieht man Bewertung richtig weit auseinander. Ich gehe dort aber eher mit der Bewertung von Boss Explosive. Das Track ist stark auf Comedy getrimmt. Zwar unterhaltsamere, härtere Punchlines sind mir. Ach, warte. Zwar unterhaltsam, härtere Punchlines sind mir bei den beiden aber deutlich lieber. Da bin ich auch der Meinung. Farid schwächelt hier und stellt nur lose Bezug zum Songkonzept her. Der Beat passt gut, auch wenn ich bei einem JBG einen anderen Klang favorisiere. Ja. Ich feiere den Beat auch überhaupt nicht. Also vier Elemente ist auch keins von denen, die ich mag. Ich finde auch, ich gehe da eher mit der Community-Platzierung als mit Boss Explosives-Platzierung. Gangbanger 2 finde ich gut. Aber mir hat das eigentlich gefallen. Fortsetzung reicht das Original nicht im geringsten. Die Hook ist aber eine ganz coole Neuinterpretation. Ja, die Hook. Da finde ich sogar Gangbanger 1 besser bei der Hook. Weil Farid da auch noch den anderen Klang hatte. Textlich ein solider Track, aber Highlights fehlen. Der Beat ist gut ausproduziert, auch wenn auch nicht mal ganz mein Geschmack. Ja, ich finde den Beat, der ist irgendwie ein bisschen zu schwach. Oh, 0815. Hier würde ich sogar höher als die Community-Platzierung gehen. Ich würde sagen, 0815 ist Top 10, vielleicht sogar bei mir. Auf jeden Fall Top 20. Die berüchtigte Auschwitz-Line von Farid im Track führte zur Abschaffung des Echos. Ja, da kann ich euch kurz was zeigen zu. Das hier ist jetzt die Line. Das ist die Line und deswegen wurde der Echo dann abgeschafft. Also das ist die härteste Line halt von JBG gewesen. Also laut denen. Ich würde halt sagen, dass der Anfang von Ghetto Superstars 2 härter war, aber trotzdem. So, die berüchtigte Auschwitz-Insassen-Line hatten wir ja jetzt. Auch sonst geht 0815 ordentlich unter die Gürtellinie und enthält einige unterhaltsame Lines. Ich finde die Lines genial. Also, ich finde, allein wegen den Lines unter der Gürtellinie ist der Song so gut. Beat und Hook feiere ich allerdings nicht so ab. Bei mir, ich finde Beat einer der fünf besten Beats des Albums auf jeden Fall und Hook auch sehr gut eigentlich. Also, die Hook ist auf jeden Fall sehr aggressiv, das gefällt mir. Ein doch eher overhypter Track gehe ich nicht mit. Es bin ich nicht der Meinung, dass der overhypter ist. Der Beat, ich feiere diese Schüsse dort im Beat. Ich finde den auch, ich bin da so eher bei der Community-Platzierung, aber ich würde eher sagen, so zwischen den Platzierungen beiden. Die Hook gehört zweifelsohne zu den besten des Albums, ja. Also ich finde auch, der Hook ist sehr geil. Der Beat ist gut, aber Geschmackssache. Ja, der Beat ist nicht so. Ich finde den nicht so, seiner auch nicht, okay. Auch nicht sein Geschmack. Punchline-technisch geben sich beide nicht viel. Kollege presst so viele Reimsilben in den eher schnellen Beat, wodurch er anstrengend klingt. Also diese Reimsilben von Kollege, das feiere ich immer sehr. Ich finde auch Tetris mit Batzenschein der zweitschwächste Track aus Platin war gestern.
Trapbeat ist etwas Standard, aber solide. Beide kommen darauf gut und geben starke Parts ab. Die Bridge ist nice. Hook wird dagegen fast schon wie eine Parodie auf allenfalls lose Hooks. Ja, das stimmt. Ja. Die härtesten im Land ist halt, ja, gerecht hier platziert. Das ist einer der ruhigsten Songs. Auch wenn ich das hier witzig finde. Diese altweich und hässlich Line finde ich nice. Der zweite Double Time Track des Albums mit einem guten Beat und unterhaltsamer Hook. Der Beat ist geil, aber das sorgt halt dafür, dass der Song doch recht langsam ist. Kollega liefert ordentlich ab, jedoch ist Farids Part mäßig und wirkt ziemlich unroutiniert, was er selbst auch später zugegeben hat. Auf Sonnenbank Pimps war deutlich stärker. Also Sonnenbank Pimps ist auch einer der besten JBG-Songs, würde ich sagen. Also JBG 1 unter meinen Top 3. Top 3 ist nämlich bei mir Ghetto Superstars, Sonnenbank Pimps und Schwarzgeld. Deswegen, auf Sonnenbank Pimps war sehr, sehr stark. Ja, hier merkt man, die Hooks sind sehr ähnlich. Die ähneln sich alle von Platin war gestern. Also im größten Teil. Der Song ist etwas aggressiver. Textlich gute Parts, ja, solider Beat. Der Beat ist nicht gut, aber auch nicht schlecht, würde ich sagen. Die Bridge in Kombination mit dem Beat ist nice. Ne, die Bridge habe ich gar nicht mehr im Kopf. Die repetitive Hook nervt dagegen eher. Ja, der so die Hook. Die ist halt sehr Standard bei dem Album. Oh. Kurz Werbung weggemacht. Ich feiere den Song sehr wegen den ganzen Spits von Farid. Der Beat dieser JBG 2-Sing ist überhaupt nicht meins. Für meinen Geschmack irgendwie lasch. Na, ich finde den Beat okay. Ich finde den Beat auf jeden Fall okay. Dafür bekommen wir hier einen sehr starken Kollegah-Part und eine coole Hook und ein nices Outro, ja. Farids Lines bewegen sich zwischen stark und Müll. Der Nasty-Nasty-Spit verfolgt mich bis heute, ja. Ich verstehe den halt nicht so richtig, aber ich finde allgemein, Farid hat da mehrere Spits verwendet und allgemein ist für mich dann schon ein Song besser, wenn sehr viel gespittet wird. Deswegen, ich würde auch sagen, du kennst den Westen etwas niedriger. Ich würde vielleicht nicht sagen Top 20, aber eher Community-Platzierung als die von Boss Explosive. Also meiner Meinung nach. Ja, ich will, da gehe ich auch mit der Community-Platzierung. Ist einer der schwächsten. Ist der schlechteste der Bonus-EP mit Minotaurus Nacken. Ich fand den Beat immer nice. Ja, der Beat, der gefällt mir auch sehr. Die Parts sind dagegen eher unspektakulär und der Song recht kurz. Der Song hat halt zwei Parts. Eine Hook, die etwas nervig ist, weil die halt. Ja, weil das halt. Habt ihr eben gehört, die Hook. Also, die ist minimal nervig, deswegen. Viele mögen die Hook nicht, ich finde sie aber in Ordnung. Ja, also die Hook. Okay. Also, ich finde die nicht schlimm, aber. Die ist nicht gut. Das daran angelehnte Outro ist witzig. Ja, also das Outro. Das zeige ich euch jetzt einfach mal kurz. So, das ist sehr nah aufeinander folgend, deswegen mache ich das mal nicht so laut. Und dann ist einfach still. Also ich finde das Outro auch relativ witzig, aber trotzdem gehe ich eher mit gehe ich eher mit der Community-Platzierung, weil der Rest des Songs doch echt schwach ist. Ich hatte einfach vergessen, weiterzumachen. Ab ja, ich will, da hatte ich vergessen, weiterzumachen. Also ich gehe mit der Community-Platzierung mit. Macho-Attitüde an den Song kann ich mich ehrlich gesagt nicht erinnern. Vielleicht habe ich den auch nie gehört. Aber der klingt not bad. Ist halt ein okayer Track.
An sich, JBG2 ist auf jeden Fall das schwächste JBG, meiner Meinung nach. Der Ausnahmezustand hier sieht man auch wieder, die Hooks sind sehr ähnlich. Also fast alle Hooks hier von Platin war gestern sind sehr ähnlich. Ich würde auch sagen, zwischen Community-Platzierung und Boss Explosives-Platzierung. Den Beat, den finde ich gut. Auf den ist er nicht so wild. Ja, ich feiere den halt. Beide haben stabile Parts abgeliefert. Die Hook ballert ebenfalls gut. Der Beat, ja, ich finde den eigentlich gut. Der passt auch gut ins Gesamtpaket. Die Beats sind sehr ähnlich von Platin war gestern, aber ich finde an sich, die sind halt sehr, ich finde, die sind zu ähnlich. Also die Beats und die Hooks von Platin war gestern. Hier Ghetto Superstars 2, da bin ich echt enttäuscht von der Platzierung. Auch von der Community-Platzierung. 46, ich würde Top 10 sagen bei Ghetto Superstars 2. Einer der geilsten Tracks, meiner Meinung nach. Wir können uns wohl darauf einigen, dass diese Beat-Melodie im Vergleich zum ersten Teil ein Witz ist. Ich würde eigentlich sagen, dass die Beats relativ gleich gut sind. Der erste ist vielleicht ein Tick besser. Die Hook ist aber ein schönes Revival. Also mir gefällt auch die Hook besser als die von Ghetto Superstars 1, muss ich klar sagen. Zudem gibt es ein paar unterhaltsame Punchlines, die teils sehr unter die Gürtellinie gehen. Ja, also wirklich. Besonders der Anfang von Ghetto Superstars 2 ist sehr hart. So, das ist der Track. Ich find die Hook und den Einstieg eigentlich echt gut, aber der Anfang geht schon unter die Gürtellinie. Mir dreht sich gerade ständig der Screen, sorry. Also der Beat an sich, ich finde den echt geil. Doch jetzt der Anfang, der ist hart halt, ne? Deswegen. So, deswegen würde ich sagen, mir gefällt der Track sehr besonders, weil der Anfang, der gefällt mir auch sehr. Der geht sehr unter die Gürtellinie. Das macht den so reizvoll für mich. Echo in der Hirte, ich finde auch den. Ich finde die Hook, die sind sehr ähnlich, aber ich finde die Hook, die sticht heraus. Die ist für mich die beste Hook von PWG. Also eine der besten. Geisteskranker Beat, dessen Melodie im Mix aber leider untergegangen ist. Farid überschattet Kollege hier, was auf Platin war gestern nicht selten vorkam. Dafür verkackt es Farid in der Hook on Beat zu rappen. Schade, ohne diese Lappalien wäre das ein richtig kranker Song geworden. Richtig krasser, egal. Meiner Meinung nach ist die Hook sehr gut. Und ich finde auch, dass Farid eigentlich das relativ gut macht in der Hook. Ich finde auch Farids, also die Hook von bei Farid in der Hook finde ich es am besten. Deswegen ja, für mich etwas zu niedrig platziert. Für die Community definitiv zu niedrig. Wie gesagt, ich gehe jetzt nach meiner subjektiven Meinung. Und Crime Time, das auch, ist von JBG1 einer der ruhigeren Songs. Deswegen ist der gar nicht so. Ruhige Songs liegen den beiden halt einfach nicht so wie die aggressiven. Es gibt Beats, die ich mag. Beats mit Pfeifen zählen nicht dazu. Also der Beat, gegen den habe ich nichts. Das dürfte aber stark Geschmackssache sein, ja. Also ich finde Crime Time den Beat sehr gut. So mochte Farid den Beat ebenfalls nicht sehr. Textlich liefern hier beide gut ab. Die Hook ist ganz chillig, ja. Ich finde die Hook auch gut an sich, aber Song nicht so gut. Auch Boss und Banger, das ist, glaube ich, die Fortsetzung von Banger und Boss aus JBG 1. Mir gefällt die nicht, die ist zu Standard, die Hook. Beste Double-Time-Track des Albums dürfte daran liegen, dass hier mal ein Beat verwendet wurde, der auch ballert. Vor allem Kollege liefert hier ab. Diese Hook nach der Hook ist aber etwas unnötig und bietet nicht wirklich viel Mehrwert. Also ich gehe hier sogar eher mit der Community-Platzierung. Mir hat der Song nicht so gefallen. Der Beat auch nicht so. Also da finde ich den Pfeifenbeat von Crime Time besser. Ja, Titan hat mir auch sehr gefallen. Da gehe ich auch, also Community-Platzierung würde ich auch so ungefähr sagen. Titane war gut. Guter Beat, der heraussticht, aber ins Klangbild des Albums passt. Die Hook ist nice und die Parts sind ebenfalls rundum solide, wenn es da keine wirklichen Highlights gibt. Ah, wegen den Highlights hat das so tief. Und boah,
Also, wenn der Gegner am Boden liegt, ist für mich zu niedrig, ist für mich Top 20. Wenn der Gegner am Boden liegt, ist besonders die Hook einer meiner Lieblingshooks vom Album und der Song auch. Sehr geiler Song. Kol und Farid überzeugen hier im Tag-Team-Modus. Das klappt super. Man fragt sich, warum man das erst bei JBG3 durchgezogen hat. Ich finde auch, das mit dem Tag-Team-Modus, jeder hat die Line abwechselnd, die haben die ganze Zeit die Lines abwechselnd gerappt. So richtig Tag-Team-Modus, das hat mir sehr gefallen. Folglich fand ich den auch richtig gut, den Song, deswegen. Der Beat ist recht zurückhaltend, unterstreicht das Ganze aber ziemlich gut. Die Hook, also den Beat, der finde ich eigentlich auch sehr nice. Die Hook mit den MMA- und Box-Anspielungen dürfte eher Geschmackssache sein. Also, ich mag MMA und Boxen nicht so, aber der Beat ist geisteskrank und die Anspielungen sind sehr geil. Ja, der ist auch witzig. Das Intro ist witzig. Ich finde, ohne die letzte Line hätte ich den auch niemals so hoch erwartet. Intro ist eigentlich eine der schwächsten Songs von JBG1. So, das Intro zu JBG1 wartet mit einer Melodie vom Soundtrack von Der Pate auf. Ein gutes Intro mit einigen schönen Lines. Allerdings hat mir der Beat hier nie wirklich zugesagt. Mir fehlt ein bisschen der Wow-Effekt der Intros der späteren JBG-Teile. Ja, weil zum Beispiel das Intro auch von JBG 3, Sturmmaske auf, hat die höchsten Verkaufszahlen im Deutschrap erreicht, glaube ich sogar. Also auf jeden Fall hat Sturmmaske auf deren höchste Verkaufszahlen und auch über 20 Millionen Streams und sowas. Also ist auch sehr krasser Song und da denkt man sich wirklich, wow, das Musikvideo kostet auch bestimmt eine halbe Million oder so. Na, keine Ahnung. Ein Drecksjob finde ich gar nicht so gut. Also Drecksjob ist wirklich nicht mein Geschmack. Ich will den asozialsten JBG-Song neben Ghetto Superstars 2. Ich weiß nicht, wieso der das denkt. Also, ja, der Anfang. Halt, der Anfang ist halt. Komme ich in die Bahn dann, um meinen Opa zu schlagen, um ihn in Ohnmacht zu schlagen? Nein, ihn ins Koma zu schlagen. So. Ja, okay, der Song ist schon asozial. Ich überlege es gerade auch, aber ich finde nicht den asozialsten. Der asozialste ist für mich immer noch 0815. So, allerdings lässt das Kollege recht soft zugehen im Vergleich zu Farid. Die Hook ist gut, der Beat passt ebenso. Der einzige Song der Bonus-EP, der mit dem Hauptalbum mithalten kann. Also, ich finde die Bonus-EP Ghetto Superstars 2 und 0815, also die beiden indizierten Songs, sehr gut. Muss ich wirklich sagen. Die können beide, sind für mich auch die besten des Albums mit. Also mit die besten. Ja, G-Modell ist auch nicht so stark. Also G-Modell ist auch nicht gerade meins. Ein schöner Beat, der aber doch etwas overhyped wurde. Beide kommen mit textlich ziemlich guten Parts. Die Hook ist in Ordnung, geht ziemlich flüssig über den Beat. Das ist halt so ein Track. Ja, ist halt so ein Standard-Track. Und hier, also Stirnackenkommando ist geil. Stirnackenkommando ist geil. Aber Community-Platzierung, Platz 4 ist übertrieben. Dieser Platzierung wird es vermutlich einige wutentbrannte Kommentare geben. Ich war nie ein großer Fan des Beats. Ich auch nicht. Auch wenn er gut produziert ist und alles andere als 0815 ist. Abgesehen davon liefern die beiden hier mit textlich die besten Album, textlich mit am besten von den allen Albumtracks ab. Okay, aber JPG2 war auch gar nicht so stark. War halt mit vielen Spits, aber bis auf die Songs, die ein paar Spits hatten, war es auch nicht so viel besser. Auf jeden Fall Stirnackenkommando. Würde ich vielleicht sagen, wenn ich es gut meine mit dem Song Top 20. Also ich finde auch Boss Explosives hat es ihr bisschen zu niedrig platziert, aber die Community hat viel zu hoch platziert, definitiv. Platz 4 trifft bei JBG für Stirnackenkommando überhaupt nicht zu für mich. Ja, das ist. Wanderlei Silver ist wirklich. Ich gehe da eigentlich. Also,
Der Beat ist gut, aber das Einzige, was ich an dem Lied gut finde, und den Beat finde ich nicht mal gut, sondern okay, das Einzige, was ich an dem Beat okay, an dem Lied okay finde, ist der Beat. Der Beat wird von zwei guten Parts unterlegt. Ich finde die Parts beide Müll eigentlich. Wobei Farid mit seinem Flow nochmal zusätzlich überzeugen kann. Die Hook fand ich zuerst lame, mittlerweile hat es sich etwas gebessert. Übrigens ist der Mix hier besonders gut, also Props. Ja, der Mix ist wirklich einer der besten des Albums, aber eigentlich einer der besten von JPG, der Mix. Aber textlich finde ich das schlechteste JPG-Song, hooktechnisch und parttechnisch auch. Und noch andere Kriterien, wo ich sagen würde, Wanderlei Silva ist mit Abstand der schlechteste Song von JBG. Also, ja, ich kann den Song überhaupt nicht leiden. Das ist der einzige von JBG, den ich überhaupt nicht leiden kann. Eines Tages ist geil. Okay, jeder Song ist geil von JBG, bis auf der eben, aber. Schöner Beat, auch wenn der Farid-Song niemand stark ähnelt. Ach so, Farid-Song niemand stark ähnelt. Beide haben starke Parts, wobei sich Farid eher auf die Disses und Kollege auf die Wortspiele konzentriert. Die deep angehauchte Hook wirkt im Kontrast zu den anderen Tracks des Albums erfrischend. Ja, gut. Aber eines Tages finde ich die Hook extrem gut und die Hook würde schon in die Top 30 tun. Ich finde, welche deutsche Crew ist besser? Einer der schwächsten. Vielleicht der schwächste Song von JBG2, meiner Meinung nach. Der Beat knallt mehr als Hiroshima. Okay, der Beat ist echt gut, aber ich finde, der ist ein bisschen zu. Ich finde wirklich, der ist ein bisschen zu fröhlich. Ich finde, der ist ein bisschen zu fröhlich. Die Hook ist nice. Mir gefällt die Hook nicht, sage ich ganz ehrlich. Leider ist die in dem Mix etwas untergegangen. Ja, das Mixing. Ja, da stimme ich zu. Vor allem Kollega liefert hier textlich stark ab. Der dritte Part der Band ist jedoch eher schwach, hätte man auch runterkürzen können. Welche deutsche Crew ist besser, würde ich auch unter der Community platzieren. Also so 60 bis 70. Würde ich sagen. Oh, die Straße guckt zu. Community-Platzierung, vorletzter Platz. Die Straße guckt zu. Ist einer, also ich würde sagen, ist ein guter Song von JBG1. Ich würde es sogar etwas höher als Boss Explosive. Ich würde sagen, Top 40 bis Top 30. Und die Hook ist eine komplette Beschreibung. Eine komplette Beschreibung zwischen der Zeit, wie es bei Sido war und das bei ihm war. Also. Zu Zeiten, als er über seinen Blog rappte, war ich auf Bewährung und dealte im Blog Packing. Und so. Also, das sind die ganzen Sachen, weil Sido halt schon etwas älter ist und die auch Sido ständig dissen. Deswegen, ja. Ein sehr unterschätzter Track. Vor allem die Hook gefällt mir vom Konzept her. Beide hauen zudem textlich und technisch starke Parts raus. Der Beat von Farids damaligen Producer ist recht nice. Er ist recht gewöhnungsbedürftig und klingt stark nach 2009. Ich finde die Beats von 2009 geil, deswegen. Das ist so. Hä? Warum sagt ihr, das klingt stark nach 2009? Der Song ist von 2009. Kollege war kein großer Fan davon, zeigte sich aber kompromissbereit. Ich feier die Straße, guckt zu, eigentlich schon. So minimal höher als Boss Explosive, würde ich sagen. Ein sehr unterschätzter Track, bin ich auch der Meinung. JBG 2017. Ja, also, ich finde halt, ich finde den Part von Farid Bang ein bisschen zu asozial. Also ich finde den halt, naja, gut. Ich finde den ein bisschen zu, ich finde den sogar ein bisschen zu sexistisch, ehrlich gesagt. Also, ich finde den eher etwas eklig, den Part von ihm. Deswegen, auf einen passenden, beinharten Beat rappen die beiden ihren dritten Titeltrack ein. Auf jeden Fall besser als der JBG 2013 Beat, was aber auch nicht schwer ist. Unterhaltsam sind vor allem die Bushido-Disses von Kollega. Die Hook gehört zu den besten des Albums. Die Hook ist nice.
Wobei ich finde, nicht zu den besten des Albums, finde ich schon die von Ave Maria, von Es wird Zeit, von Eines Tages, vom Outro, von eigentlich fast allen Liedern besser. Weil JBG3 hat hooktechnisch die besten Songs, meiner Meinung nach, deswegen. Ich hätte es, naja, Platzierung ist okay, vielleicht etwas niedriger. Oh, Flaschen auf den Türsteher, die ist für mich Legende. Flaschen auf die Türsteher. So, Flaschen auf die Türsteher. Ich wollte nur kurz das noch zu Ende hören. Skippe ich jetzt, mache ich jetzt einfach mal so, dass ihr den nochmal hört. So, hier. Damals als Yoshimitsu bekannt, produziert er mit diesem Track einen nicht nur außergewöhnlichen, sondern auch gut zum Konzept passenden Beat. Der Beat ist auch wirklich Top 3 Beats des Albums. JBG1. Kollege und Farid Bang kommen mit einigen unterhaltsamen Punches. Die Hook ist nach dem vierten Mal auf dem Track aber etwas nervig. Ich finde die Hook jedes Mal aufs Neue nice und würde Flaschen auf die Türsteher oder Flaschen auf den Türsteher in die Top 20 bei mir packen. So, wirklich Flaschen auf die Türsteher für mich. Die Betonung von Farid auf Flaschen auf die Türsteher lässt für mich die Hook nie langweilig werden. Mir ficken die Szene, Community-Platzierung. Bin ich eher meiner. Der Track wurde als Promo-Single zu JBGN veröffentlicht. Vielleicht auch wegen des Samples aus Saw landete er nicht auf dem Album. Bei dem Brecher vom Beat ist das auch schade. Auch die Beats der beiden sind stark, nur die Hook ist leider ziemlich hängen geblieben. Ich finde, vielleicht sind die Parts gut und der Beat ist sehr gut, aber. An sich, die Hook ist für mich nervig. Ich finde die Hook echt schlecht. Und das sage ich selten, weil ich bin begeistert von deren Hooks meistens. Aber ich finde diese Hook echt schlecht. Community-Platzierung bin ich auch eher der Meinung. Boah, also da bin ich wirklich enttäuscht. Düsseldorfer ist bei mir Top 10. Düsseldorfer ist der Song mit den meisten Bushido-Disses aus JBG3, hat nämlich, glaube ich, ganze 11 Disses an ihm. Werden flowlich und textlich sehr starke Parts. Hook und Beat sagen leider nicht ganz zu, weswegen der Song von allen Double-Temp-Tracks des Albums auch am schlechtesten abschneidet. Also ich finde Düsseldorfer, also das ist auch der Song mit Ave Maria. Sturmmaske auf, älter brutaler Skrupelloser und die letzte Gangster-Rap-Crew mit den Songs ist die, die ich persönlich von JBG am öftesten ge schon gehört habe. Da bin ich Community-Platzierung, vielleicht sogar einen Tick höher. Also eigentlich ein großer Tick höher. Oh, schuldig bei Verdacht, da finde ich die Hook-Abwechslung, weil die Hook Double Time ist. Das ist auch angelehnt an den Echo. Bridge und Hook sind sehr fett. Zudem rappen beide mehr als ordentliche Parts, mit dem der düstere Beat sehr gut harmoniert. Überraschend, dass der Track beim Community Voting eher selten genannt wurde. Ich finde Schuldig bei Verdacht auch sehr gut und würde vielleicht einen kleinen Tick höher, aber auch so ist auch gut. Boss-Modus. Boss-Modus ist auch nice. Hier brachte Farid der damals besten Double-Time-Part mit schönen Flow-Variationen. Die Hook ist schon fast legendär. Der energische Beat passt sehr gut zu den Raps. Ich glaube, dass Boss Explosive aber die Double-Time-Lieder schlechter bewertet als die anderen, weil die anderen vielleicht harmonischer sind oder so. Ich weiß es nicht. Ich glaube aber, dass die Double-Time-Tracks bei ihm schlechter abschneiden. Ich finde Boss-Modus sehr gut. Also ich finde Boss-Modus. Ja, eins der besten von JBG2, auch wenn ich das sogar nicht gerade schwer finde. JBG2 gefällt mir nicht so. In jeder deutschen Großstadt ist witzig. Ja.
Das ist witzig. Track tut dem harten Album als auflockernde Abwechslung ganz gut. Vor allem Farid rappt ja einen sehr unterhaltsamen Part, auf dem er KMN verbal misshandelt. Die Bridge mit den Städten ist cool gemacht. Also die Bridge, dazu kann ich euch gleich was zeigen, aber die haben selber in ihrem Podcast gesagt, dass das ein bisschen humorvoll nochmal vor dem starken und harten Outro ist. Vor älter, brutaler, skrupelloser. Die haben das extra so gemacht, dass man nochmal ein bisschen, ja, vielleicht sogar lachen kann. Also ich finde die Bridge echt witzig. Hier haben wir es gleich. Ist gleich die Hook mit den, die Bridge mit den Städten. Deswegen, also ich würde sagen, ist die Bridge auf jeden Fall macht den Song gut und witzig. Und Sturmmaske auf Remix, da finde ich 18 Karat besser als Kollegah und Farid Bang drauf. Auf dem Remix. Wäre das nur mit 18 Karat und Capital Bra gewesen, wäre das das Geilste gewesen. Die Idee, einen Remix von Sturmmaske auf mit ein paar Gästen zu machen, finde ich nice. Die Features sind allerdings wechselhaft. Wegen Capital und 18 Karat abreißen sind Summer und King Khalil eher mäßig. Auf der Albumversion wurde Capitals Part gegen Jigsaw ausgetauscht. Eine schlechte Entscheidung. Das war, glaube ich, weil er dann Featuring oder weil er sich auf irgendwas mit Bushido eingelassen hatte und Bushido sozusagen deren Feindbild ist. Deswegen würde ich da nicht sagen, würde ich da auch sagen, dass nicht so gut. Deswegen, der einzige, der dort wirklich gut ist auf dem Album, ist dann 18 Karat, aber da feiere ich auch wirklich von 18 Karat. Also, oh, also der Part, den habe ich gestern auch gehört, der war wirklich einer der besten Parts von JBG. Also der war sehr schmackhaft. Aber Capitals war auch gut. Irgendwie. Auch, die haben sehr viel gegen die AfD da auch gewettert. So gegen diese ausländerfeindliche Haltung, was ich halt auch nicht schlecht fand. Aber mir ist auch noch was aufgefallen zu Düsseldorfer, ne? Da waren ja viele Disses an Bushido. Da war auch einmal. Das zeige ich euch mal gleich kurz, was da widersprüchlich ist. Nee, ich habe gerade nachgeprüft, ich hatte mich vertan. Das war nicht auf Düsseldorfer, sondern auf Rap wieder Rap. Das werde ich euch auch zeigen, was ich meine. Dynamit ist sehr geil. Top 10 würde ich zwar nicht sagen, aber Top 20. Episch und passender Einstieg ins Album. Die Parts sind gut, der Beat ist gut, beides gehört aber für mich nicht zum Besten des Albums, deswegen auch keine höhere Platzierung. Ja, also ich finde das Ende von Farid Bang nochmal sehr episch. Also dieses JBG 2 sterben oder atmen, so dieses, das fand ich sehr, sehr nice. Studio Gangster, das ist, mit Studio Gangster ist dort sogar Bushido gemeint. Für mich. Zu den Songs, die ich bei Düsseldorfer genannt hatte, auch gehört dazu. Zu denen, die ich privat oft gehört habe. Ich habe den Beat immer sehr gemocht, da er ziemlich einzigartig ist. Die Hook ist solide, Farids Pre-Hook hat mir immer gut gefallen. Was die Parts angeht, überschattet er Kollegah komplett. Kolle enttäuscht hier etwas. Also ich finde an sich fast alles davon echt geil. Also von Studio Gangster, deswegen würde ich da auch sagen, höhere Platzierung für mich. Ne, notwendig. Ja, ich würde sagen, zwischen Community-Platzierung und Bus Explosives-Platzierung. Auf diesem düsteren Beat liefern beide passend dazu sehr asoziale, harte, aber auch unterhaltsame Parts. Die Hook ist sehr gut und passt auch schön zum Beat. Also,
finde irgendwie, dass Boss Explosive sehr viel bei Hart und Asozial sehr viel ähnlich dort. Also zum Beispiel, wo er gesagt hat, bei Drake's Job, eins der asozialsten Songs, wo ich sagen würde, okay, das ist ein sehr harter, aber der ist nicht komplett asozial. 0815, der ist ja schon sehr asozial. Der letzte Krieg, da, den feiere ich. Hier haben wir einen grandiosen atmosphärischen Beat mit einem der besten auf dem Album. Ich würde sagen, der beste Beat des Albums. Passend dazu nutzen Farid und Kolle den Track als letzte Abreibung ihrer Gegner, beziehungsweise ermorden sie wortwörtlich Shindy, das stimmt, aber Farid ermordet dort Shindy alleine. Gute Parts und gute, aber etwas overhypte Hook. Also die Hook ist für mich die geilste vom Album. Der Beat für mich auch der geilste vom Album. Der erste Part ist für mich der zweitgeilste, weil der geilste immer noch für mich der von 18 Karat ist. Sonst der zweitgeilste Part des Albums, also sehr positiv für mich. Und der Anfang halt, hätte Kollega so weitergemacht wie Farid, dann wäre das für mich in den Top 10 gelandet. Aber Farids zweiter Part ist für mich der schlechteste Part nach Wanderlei Silber von JBG 2, von Platin war gestern. Deswegen, ja, deswegen ist die Platzierung in Ordnung. Vielleicht etwas höher, aber Farids zweiter Part macht für mich sehr viel vom Track kaputt. Ach so, jetzt ist ein kurzer Skit. Da würde ich sagen, das war's mit dem ersten Teil der Reaction. Der zweite Teil kommt etwas später online, da ich keine Zeit habe, alles auf einmal aufzunehmen. Deswegen vielen Dank, dass ihr bisher geschaut habt. Es kommt dann noch der zweite. Also es kommt dann noch der zweite Teil der Reaction. Wartet einfach noch ein bisschen. Dann kommt das schon. So. Ich würde auch sagen, wir sind hier schon bei 47,5 Minuten. Vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt und bis zum zweiten Part.